Ein neuer Tag ist angebrochen. Wir stehen jetzt hier an dem Platz und er ist der Hammer. Wirklich so umgeben von zwei großen Bergen. Und die Sonne wandert natürlich fast im Kreis hier, weil es halt noch Sommer ist. Sie geht zwar ein bisschen unter, aber trotzdem, man scheint sie von allen Seiten. Das heißt, man sieht die Berge von allen Seiten mal beschienen. Jetzt gerade ist der Berg gegenüber so, wo man die Konturen gut erkennt durch den Schatten. Und Nachmittagabend ist denn der ganz so seitlich beschienen und hier vorne ein bisschen rot beschienen vom Abendrot. Echt cool. Und ein ganz kleiner See. Hier ist eine Straße nebendran mit Tunnel. Da sind wir ja durchgefahren, als wir herkamen. Habt ihr im letzten Vlog gesehen. Aber die ist so ruhig. Hier fährt fast kein Auto. Ich müsste mal auf der Karte gucken, wo die Straße überhaupt hinführt. Ob da überhaupt ein Ort kommt oder was. Weil es fährt hier fast niemand. Ja, der Platz hier ist schon echt cool, wenn man so guckt. Wir stehen direkt am See. Aber es ist ein bisschen zweigeteilt, weil in die andere Richtung, da ist ziemlich viel so stillstehendes Gewässer mit so gammeligem Wasser. Und auch ziemlich viel Müll liegt dort hinten. Da eine verbrannte Matratze, da irgendwelche alten Holzreste von irgendwas. Also es sieht ein bisschen müllig aus da drüben, aber die andere Richtung ist sehr schön. Aber jetzt geht's doch weiter. Bei diesen bergigen Strecken muss man wirklich gut schalten. Wenn man sieht, es geht bergunter, frühzeitig einen Gang zurückschalten. Und auch wenn es manchmal wehtut den Ohren, der Motor darf beim Bergunterfahren etwas höher drehen. Er darf etwas höher drehen als beim Beschleunigen. Also dann, wenn ihr denkt, jetzt schalte ich den nächsten Gang beim Beschleunigen, so hoch darf der Motor beim Bergunterfahren sowieso drehen. Um einfach eine Bremswirkung zu erzielen. Weil wenn man nur mit dem Fuß bremst, ihr verschleudert eure Bremsen gerade, die gehen gerade kaputt dann. Die werden heiß und irgendwann tun sie nicht mehr. Also frühzeitig zurückschalten und mit Motorbremse so lang wie möglich fahren und nur wenn es sein muss, mit dem Fuß nachbremsen. Hört sich wirklich schlimm an, aber ist scheinbar doch besser fürs Auto. Auf La Palma gelernt. Da ging es so nach unten. Natürlich gerade 1000 Autos, ist immer so. Wir sind wieder in der Zivilisation. Ja. Und überall Autos und oh, also ich sehe mich jetzt schon wieder nach der Natur. Gibt's doch gar nicht. Ja, man gewöhnt sich so schnell, an die Ruhe und an eben, ja, alles ist friedlich. Und hier. Und jetzt donnern hier Autos, Kreisverkehr, Ampeln. Haben wir seit Wochen nicht mehr gehabt. Alles bebaut, wobei es ist echt eine Kleinstadt oder so, wir übertreiben maßlos, aber es fühlt sich so an. Ja, aber wir haben jetzt gerade hier angehalten, weil wir mussten unser Müll wegschmeißen. Das ist so, in Norwegen sind, was wir jetzt so erfahren haben bisher, ganz oft Wasserablassstationen und Wasserfüllstationen an Tankstellen, also die bieten das oft an. Aber oft sind dort die Müllcontainer abgeschlossen, also man kann seinen Müll dort nicht lassen. Ist auch verständlich, wahrscheinlich werden die sonst super voll immer ganz schnell. Und hier so am Wegesrand bei Picknickplätzen oder so, guck mal immer, ist noch genug Platz. Und dann ja, lassen wir das hier ab. Ja, manchmal sieht man so richtig riesengroße Mülleimer. Da wird ein Auto, ein kleines Auto reinpassen, nur von der Größe her.
Da ist natürlich super. Jetzt sind hier nur so kleine diese Holzkiste dort. Ja gut, man muss ja nicht gerade alles vollbomben, aber irgendwo muss man Müll auch lassen. Eben, wir müssen es halt irgendwo lassen und das ist ja auch kein Problem. Es ist nicht so, dass es jetzt voll stopft und... Nö, ja. Gibt's doch gar nicht, jetzt regnet's. Wobei wir oft gehört haben, in Norwegen hat man jeden Tag jedes Wetter. Können wir so nicht bestätigen. Weil wir hatten jetzt ziemlich lang gutes Wetter. Wir hatten zwar eine Weile auch schlechtes Wetter, aber jetzt, die letzten Wochen waren echt gut. Und jetzt der Regen, boah, braucht für mich jetzt nicht. Wir sind ja gerade angekommen an unserem Platz für die Nacht. Ist super, super schön, wirklich eine Traumaussicht aufs Meer und auf die Berge. Richtig schön. Für unseren Geschmack ist es ein bisschen arg im bewohnten Gebiet. Wir haben den Platz jetzt auf Park 4 Night gefunden und wir merken eigentlich immer öfter, der Nachteil daran ist, es ist doch oft überfüllt, weil immer mehr Leute sehen es halt und haben jetzt auch gerade mit unserem Nachbarn gesprochen. Wir haben bisher Glück, nur einen Nachbar. Nicht, dass man es nicht teilen darf, aber ja, wird halt überfüllt. Genau, es geht darum, dass plötzlich jede Wiese, die schön gelegen ist, jede Nacht überfüllt ist mit Wohnmobilen. Mhm. Ich meine, wir sind Teil davon, wir stehen auch jede Nacht irgendwo mit Wohnmobil. Mhm. Nur durch Park 4 Night bündelt sich das alles auf diese... Auf einen bestimmten Punkt, im Park 4 Night gespeichert ist. Mhm. Jetzt auch in Sichtweite von Häusern. Es ist zwar ein paar hundert Meter, aber die sehen einen trotzdem. Und ja, es ist verständlich, dieses gebündelte, viele Wohnmobile jede Nacht auf einem Platz. Die Frage, ob das lange gut geht. Mhm. Ja, also wir versuchen das auch zu vermeiden, so gut es geht. Normalerweise stehen wir, wie gesagt, ein bisschen weiter abseits. Aber heute ist es so... Ja, manchmal hat man so Tage, da kommt alles zusammen. Irgendwie sind wir zu spät losgekommen. Wir wollen morgen was angucken gehen. Und ja, da müssen wir jetzt dran vorbeifahren. Es geht auch über eine Mautstraße. Das heißt, hin und her fahren ist auch nicht so eine Option. Und da man nur so schnell vorbeihuschen, wollten wir auch nicht. Deswegen sind wir jetzt hierher ausgewichen. Ja, und wir genießen es natürlich. Es ist schön und schlussendlich ist es nicht verboten oder so. Nee, genau. Genau, und wir fahren morgen relativ schnell auch wieder weiter. Schäfchen kamen mal wieder vorbei, eine ganze Herde. Ja, wirklich ein sehr idyllischer Platz. Jetzt denken sie, was müssen wir denn jetzt machen? Jetzt war dort ein Fahrrad und dort steht ein Wohnmobil. Was sollen wir denn nur machen? Wo wollten wir denn eigentlich hin? Ja, das ist doch schön, so einfach mit der Natur verbunden ein bisschen zu stehen. Ja, gefällt uns gut. Mhm. Keine Eisenbahn, die hupt oder so, oder Tram. Ja, heute mal aus dem Badezimmer ganz kurz. Und zwar sind wir gerade in der Situation,
weil wir halt gerne noch Wäsche waschen wollten, damit es irgendwie trocknet, ist gerade super Wetter und wir haben hier Platz, haben wir kein Wasser mehr. Das heißt, Duschen ist heute nicht drin leider. Tja, was machen wir, wenn wir nicht duschen können? Wir wollen natürlich nicht rummiefen hier überall, deswegen Waschlappen, irgendwie der gute alte Waschlappen tut's doch. Kann man sich zumindest waschen und falls man mal gar kein Wasser mehr haben sollte, haben wir eigentlich auch immer dabei solche Babytücher. Das hilft auch, geht auch ganz gut, ist nicht optimal, aber immerhin ist nicht ganz so schlimm, wie sich gar nicht zu waschen. Und ja, mit den Haaren muss ich irgendwie mir auch was überlegen, ist schon wieder ein bisschen, ja, grenzwertig, was ich da immer dabei habe. Trockenshampoo gibt es jetzt mittlerweile eigentlich ganz viel als Spray oder es gibt es auch als Puder. Nimmt nicht viel Platz weg und frischt einfach doch die Haare auf und dann sehen die nicht ganz so fettig aus. Naja, mal gucken, was wir hier noch machen können. Ja, das ist schon viel besser, fühle mich schon viel wohler. Sind natürlich auch öfters mal in der Zivilisation, da wir ja nicht nur Camping machen, sondern sind halt jeden Tag jetzt hier drin. Deswegen, das ist so eine Art, um es ein bisschen rauszuzögern, um ein bisschen Wasser zu sparen, kann man das auch zwischendrin mal machen. Und ich finde, es geht super. Jetzt geht's für uns mal weiter. Wir haben doch mal zusammengepackt bei dem schönen Platz und fahren jetzt Richtung, ihr werdet es gleich sehen. Wir laufen hier unter einer Brücke fast runter ans Wasser und zwar zum Salztraumen. Salztraumen. Das ist ein Mahlstrom, das ist eine Meerenge, sieht aus wie ein Fluss und dahinter ist wieder eine große Fläche, ein Fjord. Und durch die Gezeiten drückt das Wasser halt entweder rein oder raus oder zieht es raus. Und das ist der größte der Welt. Das will heißen, hier fließt extrem viel Wasser durch und es sieht echt krass aus. Wir sind eigentlich gerade ein bisschen zu früh da am Salztraumen. Die Ebbe ist gerade gewesen, jetzt kommt die Flut erst und da ist noch nicht so viel Druck drauf. Also das Wasser fließt schon richtig schnell. Aber was man so liest über Strudel von 10 Meter Größe, momentan sind sie höchstens einen Meter groß. Also es gibt nicht diese Strudel, die so bekannt sind für hier, aber... Es gibt schon eben kleine Strudel und es ist trotzdem auch beeindruckend zu sehen, wie hier die Wassermassen wirklich durchschießen. Ja. Also man sieht, es ist wirklich schneller als ein normaler Fluss so im Durchschnitt und eben riesengroß. Das ist schon beeindruckend. Und viele Angler sind hier. Hier stehen sechs Angler oder sieben Angler, ja, versuchen ihr Glück hier. Aber wir angeln nicht, weil wir essen keinen Fisch. Nur wir mal so zur Info. Fisch. Nee, wir essen auch kein Fleisch. Langweilig. Man kann unten an den Mahlstrom bis ans Wasser runtergehen, da wo der Hund jetzt sitzt. Da kann man quasi ins Wasser einsteigen, darf man natürlich nicht, das ist gefährlich. Man kann aber auch hier oben drauf auf die Brücke laufen. Ist ganz schön hoch. Ich hetze jetzt gerade mal hoch und dann schauen wir mal die Aussicht.
Also von hier oben sieht man schon, dass die Strudel größer sind als nur ein paar Meter. Das sind schon einige Meter. Aber es ist natürlich jetzt auch schon eine halbe Stunde später als gerade eben. Also es wird einfach immer wilder mit der Zeit. Es ist auch ein kleines Visitor Center, ganz klein, mit Café. Und dort stehen die Zeiten, wann es am wildesten ist und wann es am ruhigsten ist, wann der Todpunkt ist. So, die Strömung wurde dann immer stärker und zum Teil so stark, dass das Motorboot blieb einfach stillstehen, obwohl es gegen Strom anfuhr. Mhm. Also es fuhr, aber kam nicht von der Stelle wegen dem starken Strom. Mhm. Wir sind doch so lange geblieben, bis um 6:45 ist jetzt. Mhm. Jetzt ist der höchste Punkt, jetzt ist es am wildesten und dann nimmt der Höhenunterschied zwischen rechts und links wieder ab und dann wird es wieder ruhiger. Genau, also diese Zeiten, das ist ganz cool gemacht. Es gibt hier beim Parkplatz ein Café, wo man irgendwie, gibt es irgendwie auch einen Film und so. Das hatte ich schon erzählt. Aber nee, über einen Film in der Tat habe ich noch nicht gesagt. Da läuft auch ein Film, aber den haben wir gar nicht gesehen. Naja, auf jeden Fall, dort haben sie so eine Tabelle, wo die Zeiten stehen, ja, wann es am stärksten ist. Das war der Salzstraumen. Ja. Also es ist mal schön gesehen zu haben. Es ist wirklich wie ein reißender Fluss, mhm, nur halt eine Meerenge. Also es ist schon besonders, ja, so die Idee. Auf jeden Fall. Man kann da vor allen Dingen auch schön einfach nur reinstarren in das Wasser und sich so ein bisschen mitnehmen lassen irgendwie. Ja, ja, ist ganz entspannend, ganz schön. Ja, wir saßen jetzt bestimmt 1,5 Stunden und haben einfach, ja, den Fluss genossen. Und den Anglern zugeschaut. Ja. Easy. Ja, und jetzt gucken wir mal, Wasser füllen und zu unserem Übernachtungsplatz. Ja, mal gucken, wo wir heute landen. Ja.